Seegurke, ihr allerlieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival Games auf der Map Survival Games. Läuft! Gar nicht so witzig, ich weiß. Ja Leute, ich bin gerade hier am Nussgipfel am Essen, weil ich vorhin gerade zu Abend gegessen habe. Jetzt ist hier gerade so ein Nussgipfel, gönne ich mir mal wieder. Und das Ding ist halt, dass der mega trocken ist, weil der noch von gestern ist. Aber er läuft bei mir. So, erstmal hier schön in den Wald rein. Letztes Mal, als ich diese Map gespielt habe, hatte ich mega das Pech, dass ich irgendwo durchgerannt bin. Mitten in den Wald, und da war ich in der Sackgasse, hatte keine Waffe. Ich hatte zwar zwei Eisen, hatte noch keinen Stick, aber ich hatte zwei Eisen. Da ist jemand gekommen, der hat... Okay. Da ist jemand gekommen, der hat mich natürlich dann direkt genatzt, weil ich gar nichts hatte. Und das war ein bisschen doof. Davon ist aber ein Chest, was ganz gut ist, weil auf dieser Map sind Chests nicht das unseltenste überhaupt. Und ich habe immer noch keine Waffe, was mir gerade nicht so gelegen kommt. Ja, um das mal so zu sagen. Also gefallen tut mir das Ganze nicht so. Kommt man hier raus? Es gibt nämlich irgendwo einen See, wo man gar nicht mehr rauskommt. Und das wäre nämlich jetzt nicht so geil, wenn ich jetzt hier reinkomme. Doch, hier kommt man raus. Lohnt sich auch gar nicht, da reinzugehen. Das Ding ist, diese Map kenne ich so scheiße. Also die kenne ich wirklich gar nicht. Das ist wirklich so eine Map, die kenne ich überhaupt nicht. Ich glaube, hier in der Nähe ist sogar der See, wo man nicht mehr rauskommt. Hier kommt man auf jeden Fall noch raus. Hier gab es noch die simpelsten Verstecke überhaupt. Irgendwie so im Wasser drin. Manchmal zumindest, manchmal auch nicht. Und ja, aber manchmal sind auch gute Verstecke, ne? Manchmal ist auch hier so coole Orte. Mit Höhlen und ein Turm und im Wasser drin und eine Burg und solchen Dingen. Zum Beispiel auch hier sieht man schon ziemlich coole Sachen. Dann fehlen mir noch Pfeile und vielleicht ein Steinschwert. Also muss jetzt nicht sein, weil ich kill dann eh jemanden, der eines dabei hat. Und Hashtag überheblich. Leute, nee, das ist natürlich nicht ernst gemeint, aber vielleicht ja schon. Wer weiß. Rüstungstechnisch kann ich mich gerade echt nicht beklagen. Da hatten wir nämlich direkt drei Chests auf einem Haufen. Das war natürlich ganz schön. Wo habe ich denn hier eine Chest gesehen? Hinten ist auf jeden Fall eine. Das ist aber nicht die, die ich gesehen habe. Ich habe doch von oben eine gesehen. Ey, sag jetzt nicht, dass ich völlig blind werde. Ach nee. Och nee. Aber ich sehe auch gerade keine Gegner, was ziemlich krass ist. Wie viele leben noch? 9 Leute leben nur. Oder Fug. Was ist hier passiert, dass alle schon tot sind? Oder eine andere Frage. Wie viele waren es denn überhaupt am Anfang? Das ist vermutlich die bessere Frage. LOL, ich habe gar nichts zu essen. Alles klar, warum nicht? Ist da drüben irgendwas? Sieht nicht so aus, aber ich versuche mal hier rüber zu schwimmen. Oh nee, ich kann nicht mehr raggen. Das ist jetzt echt scheiße. Weil ich einfach gar nichts zu essen gefunden habe. Aber da drüben ist ein Schaf. Dafür lohnt es sich rüber zu gehen. Und es ist ein Spieler da, der allem Anschein nach Essen bei sich trägt. Oh ja. Oh ja. Komm, Nicico. Ich komme zu dir, Bruder. Oh nee, wenn der einigermaßen gut kämpft, dann kann er mich sowas von downgraven. Der checkt aber nicht, dass die Angel auch mal kaputt geht. Und der checkt vielleicht auch gar nicht, dass das gar kein Damage macht. Ich will ihn hier rauslocken, weil hier habe ich Low Ground. Aber man sieht schon, dass der mit der Rod umgehen kann. Was, naja, nicht so toll ist. Ach, er flieht. Dieses Weichei. Na gut. Ich lasse dem das durchkommen. Aber wehe, er kommt jetzt wieder zurück. Der will auf mich warten, dieser Pisser. Da oben wartet der, um mich dann mit der Rot runter zu boosten. Was für ein Pisser. Als ob ich darauf reinfalle. Ich will mir jetzt erstmal das Schaf gönnen. Lol, ist da oben ein Tempel? Da oben ist wirklich ein Tempel. Wäre gut, wenn ich die Map ein bisschen besser kennen würde. Das wäre wirklich von Vorteil. So, hier irgendwo war das Schaf. Da hinten. Hat's ganz viele Schafe. Nice. Der Server ist auf der 1.7. Nein. Och nee. Warum? Ich kann nicht mehr raggen. Ich bin nur Half-Life. Ein verfickter Apfel und ein Helm. Und eine Kuh. Und eine Kuh. Lecker, schmecker, schmecker. Jetzt fehlen mir im Prinzip noch Pfeile und ein Steinschwert und noch mehr Nahrung, falls möglich. Bei Nahrung sieht es immer noch kritisch aus. Ich kann jetzt zwar wieder Sprint jumpen, aber mehr auch nicht.
Oh, nice. Nahrung instant gefunden. Oh, schon wieder. Lol. Das Deathmatch startet jetzt dann sogar bald. Nur weiß ich, dass hier die Leute nicht allzu gut equipped sein können. Das ist, ist ganz nice. Nur ein Steinschwert hätte ich trotzdem ganz gerne. Weil ohne Steinschwert wird's kritisch. Lol, Dreierteam out. Läuft. Hat er ein Dreierteam auseinandergenommen? Geilo. Dann auf jeden Fall Respekt. Oh, hier war noch niemand. Krass. Als ob hier noch niemand war. Hier war wirklich noch niemand, Alter. Die hätten mindestens das TNT mitgenommen. Jetzt wird es aber knapp von der Zeit her, hier alles zu looten. Das Ding ist, den Tower weiß ich nie, wo der ist, genau. Sonst würde ich hier immer als erstes hochgehen, weil hier jetzt ganz viel nices Zeug, wie man sehen kann. Oh, nice. Viele Chests hat es zwar gehabt, aber trotzdem nicht so viel. Nices Zeug. Hä, der hat hier nicht mal den Bogen. Hä, der leckt ja mega. Wie hat der geleckt, Alter? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Was habe ich für einen Ping? Slash global Ping. Bäh. Globale Ping. Muss man das aneinander schreiben? Ja, jetzt. 52, Alter, was habe ich für einen Ping? Das ist ja mega schrecklich. Egal, Leute, trotzdem hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, haut rein und schraub. Doing is that